Ein Spiel von Capcom. Und damit moin ihr Baggerluten und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play und jetzt auch mit neuer Technik. Wir spielen Resident Evil HD Remake. Und es ist so gut, es ist ein altes Spiel, was ich... Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Es ist ein Spiel, was ich früher als Kind gespielt habe, auf der PlayStation 1 im Original und total geil, total super gewesen. Platinum Edition und... Stopp. Geh mir hier jetzt nicht irgendwie so Taste drücken. So, wunderschön. Inhalt wird geladen. Bitte schalten Sie den PC jetzt mal nicht aus. Ich nehme auch mit einer neuen Technik auf und dementsprechend nicht wundern. So, ich zeige euch das mal. Also, Resident Evil HD Remake, ganz altes Spiel. Vor ein, zwei Jahren wieder komplett neu aufgelegt. Und also die Resident Evil Serie kennt ihr. Die wurde ja nachher auch wirklich ein bisschen lahm und ein bisschen komisch. Aber das ist halt ein Remake vom original ersten Teil, welcher halt absolut das ganze Horrorgenre einfach nochmal hart genommen hat. Und das war ganz gut. Hier gibt es auch einige Geschichten etc. pp. Ich fange einfach mal an. Im englischen Original hieß es immer Biohazard. So, wir können in 16:9 oder in 4:3 spielen. Wir spielen ganz normal da, mit einer modernen Steuerung und ja, weil es war halt damals was ganz anderes. Und jetzt, ne, ich spiele es halt auch mit dem Xbox-Controller, das ist halt auch nochmal was anderes. Damit hast du, auf einem normalen PlayStation-Controller, da hast du solche Pinüppel gar nicht gehabt. Das war ganz normal, nur hier mit Steuerkreuz und dann vier Tasten und oben noch zwei. So. Oh, Frage, wie soll ein gutes Spiel sein? Wie sollte ein gutes Spiel sein? Erstens, wie Bergsteigen. Erfüllend, aber eine Menge Arbeit. Zweitens, wie Wandern. Das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden. 3. Wie ein Spaziergang. Man kann entspannt den Tag genießen. Das ist letztendlich nur gefragt, wie hart soll das Spiel sein? Damals hast du quasi gesagt, willst du es leicht oder schwer haben? Oder halt normal oder schwer? Und hier hast du jetzt halt drei Möglichkeiten quasi... Easy, normal, schwer. Ich denke mal, in normal ist es schon gar nicht verkehrt. Was noch dazu kommt, wir können uns jetzt halt auch, ne, damals konntest du dir auch den Charakter aussuchen, entweder hast du Jill Valentine genommen, ne, oder Chris Redfield. Chris kennen wir halt auch aus den anderen Teilen, der ist auch gerade in Resident Evil 5, ist er ganz viel gewesen. Jill halt nachher ist dort aufgetaucht, die konntest du halt finden. Aber ich habe halt diese Version, da kannst du halt auch noch Optiken ändern. Ja, und guckt euch das einfach mal an. Da, der kleine Puddingkopf. Und da, ein Mann. Und hier haben wir halt auch, ne? Die war damals schon schick. Und da ist sie halt quasi in der, ich weiß, ist das 5 oder 6, welche Klamotte sie da hat. Ich weiß es gar nicht. Mehr geht hier auch nicht. Mehr haben wir hier auch nicht. Aber ich habe auch überlegt, wen nehme ich jetzt? Ich habe das Spiel damals so durchgespielt mit ihr. Einfach nur aus dem Grund, weil sie hatte von Anfang an eine Schusswaffe. Und er hat am Anfang halt nur ein Messer. Aber er sieht halt echt so ein bisschen puppenkörpermäßig aus. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, komm, ich nehme mal den. Dann hat das zumindest so ein bisschen Art noch von der Optik. Und vor allen Dingen, man findet ja zwischendurch dann immer noch mal Leute. Also sie läuft nachher eigentlich einen Großteil mit Barry zusammen rum, Barry Burton. Und er kriegt nachher, ach scheiße, wie heißt, Rebecca Chambers. Das ist so eine Feldsanitäterin. Das ist echt eine total schnucklige und ich habe das aus seiner Sicht habe ich das noch nie durchgespielt. Dementsprechend ist es für mich auf jeden Fall interessanter. Wenn ihr da ein Problem habt, dann schreibt es in die Kommentare und ich werde es ignorieren. Chris Redfield. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie den PC nicht spontan aus! Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Chris, haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict.
safe for the remaining body of Kevin. Kevin ist tot. Damals war der Kevin noch kein Name, der Name Kevin noch keine Beleidigung oder Zustand. And it turned into a nightmare. Wundern, wenn ich hier gleich ein bisschen glänze, es ist ganz schön warm. Ich habe das Fenster zu wegen den Nachbarskindern. Die sind ganz schön laut. Vielleicht sind's auch Zombies. Wohlheit, Kinder. So, ich glaube, das Spiel ist unter 18, für über 18. Unter 18 jetzt vorher, bitte schon vor 2 Minuten ausgeschaltet haben, danke. Shit, lauf! Ah, schade, in der Rendersequenz hat er trotzdem seine normale Klamotte an. Oder sieht er trotzdem noch so ein bisschen Jüngerchen-mäßig aus. Jetzt verpisst er sich. Chris, this way. Alba Wesker. Ich hoffe, das klappt auch alles nur mit der Aufnahme. Ich habe gerade immer noch nur ein Bildschirm. Entschuldigung, wenn ich hier gerade zwischenlabe, aber... Willkommen im Überlebenshorror. There are only 3 Stars members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Yeah. Ja! So, und diesen Bildschirm werden wir ganz oft sehen. Das ist quasi der alte Ladebildschirm, der Türenbildschirm. Oh, ich habe neulich mal geguckt. So, das war ganz witzig. Ich glaube, das gibt 192 Türen, glaube ich. So. Und jetzt kann ich... Damals war es quasi so, wenn ich jetzt mich nach links oder rechts so... Ah, guck mal hier. Das ist jetzt auch so. Damals war es halt so. Ich musste mich drehen und dann nach vorne oder wie auch immer. Und jetzt kann ich mit dem Joystick direkt in die Richtung laufen, die ich wollte. Ne, jetzt kann ich... So würde er sich halt quasi nur um die eigene Achse drehen. So, und wer sich wundert, wie, dass das hier vielleicht ein bisschen anders aussieht als bei den anderen Let's Playern oder vielleicht auch bei dir selber auf dem PC... das liegt daran, ich habe noch einen Zusatz installiert, um es ein bisschen schicker zu machen, beziehungsweise gar nicht installiert. Das erzähle ich noch einmal kurz. Das ist eine zusätzliche DLL. Das ist auch ganz einfach, wie man das macht. Das wird auch wunderschön beschrieben. Von SweetFX. Damit kann man Spiele nochmal aufwerten und aufpimpen von der Grafik her. In verschiedenen Stilen auch. Das kann man auch alles, wenn man will, selber einstellen. Oder man kann sich Beispiele runterladen davon in so einer großen Datenbank. Das ist alles kostenlos. Das ist alles super. Es kostet, ach, keine Ahnung, vielleicht geht dein Rechner, wenn du einen alten Rechner hast, brauchst du vielleicht 5% mehr Rechenleistung als üblich. Also, es lohnt sich. Es ist total super. So. Farbband mitnehmen. Die Farbbänder braucht man zum Speichern. So, und jetzt muss ich mal gucken. Okay. Damit mache ich das, damit mache ich nichts. Okay, auf 3, oh. Wie kann ich denn jetzt... Ah, okay.
Ah, okay, ich muss hinten links gedrückt halten und mit hinten rechts kann ich dann quasi zuschlagen. Nach oben, unten oder halt gerade vor. Je nachdem, wie ich gedreht bin. So. Hier haben wir auch gerade gesehen, hier haben wir eine Schreibmaschine. Hier könnten wir schon speichern. Wollen wir aber noch nicht. So, und jetzt kann ich halt auch in Stufen, in verschiedenen Stufen mich bewegen. Oh, guck mal. Oh, Symbol mitnehmen. Okay. Objekt untersuchen. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm ein Objekt aus. Okay. Was da? Prüfen. Untersuchen. Die Außenränder sind aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Ja. Okay, so kann ich das nochmal kleiner und größer machen. Ja. Keine besonderen Merkmale. Außer das hier halt. Okay, ja, danke schön. So, und vor allen Dingen hat Jill hat sie auch noch zwei Plätze mehr. Zwei Inventarplätze. Das ist das Schlimmste eigentlich bei Resident Evil, dass man da halt gucken muss, alles klar, wie viele Plätze habe ich, wie kriege ich meine Sachen hin und her gewirtschaftet. Das gibt Truhen, wo man Sachen reinpacken kann, die werden wir auch noch sehen, da werde ich dann dazu kommen, wenn eine Einbuchtung zeigt, wovor das Symbol war. Auf dem Boden sind Blutflecken. Hoffentlich stammen sie nicht von ihren Freunden. So. Und ich erinnere mich wirklich nur minimal, ganz minimal, ein Bild von einem Zweikampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust eines Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Unentschieden, oder? Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Hey, ich denke mal... der lange und der kurze... Das könnte schon das erste Rätsel sein, wenn ich mir das hier so angucke. Wie war das denn mit dem... sollen wir mal hier nachgucken? Ah, ich glaube, das ist schon quasi ein Hinweis auf das erste Rätsel. Ich meine, wir haben dann, ne? Wenn ich hier rangehe, dann kommt halt diese Meldung, ne? Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Wenn ich mir jetzt das Bild da angucke, quasi auf der linken Seite. Also von euch aus gesehen, da hinten irgendwo. Ich hoffe, der Winkel ist im Übrigen gut. Ich muss jetzt gucken, wie ich das hier setze und irgendwie... Vielleicht brauche ich nochmal ein kleineres Stativ für die Kamera. Ich habe nur so ein größeres und das passt hier nicht irgendwie nicht so geil hin. So, der große Zeiger quasi auf der 10 und der kleine... der große Zeiger auf der 10 und der kleine auf der 2. Also quasi 10 vor 2, würde ich mal sagen. Oder, ja, 10 vor 2, wenn da die Uhr so schlägt, dann ja. So, wie gesagt, ich kann mich nur an ein ganz bisschen erinnern. Zum Beispiel halt jetzt an den Anfang. Das war die ikonischste Szene ever. Und dementsprechend... Guckt es euch an. Hallo, Baby. So, und das Erste, was ich mache, ich verpiese mich hier. Weil ich habe nur ein Messer und damit, es würde zwar irgendwie gehen, aber das muss nicht sein. So, jetzt hau ich erstmal hier ab. Eigentlich war es halt so, alles klar, du musst halt dagegen, kannst halt dagegen kämpfen. Damals kamst du noch gar nicht auf die Idee, da irgendwie wegzulaufen oder was auch immer. Es ist aber sinnvoll und es ist gut. Man hat damals trotzdem sich tierisch erschrocken. Jill? Ja, scheiße, die sind ja jetzt weg. Stimmt. Doch, klar. Wenn du mit Jill gespielt hast und bist quasi im Raum dann zurückgelaufen, dann war Barry noch da, der hatte den Blutfleck da untersucht vor dem Kamin und hat dann quasi auf ihn geschossen. So. Wir nehmen jetzt zuallererst einmal die Pifte. Ja, nehmen wir mit. Ausrüsten. So. Sehr gut. Jetzt gehen wir da nochmal hin. Huch! Ja, mit der Steuerung mit dieser neuen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da muss man ein bisschen gucken.
jetzt eigentlich mit dem hier? Was mache ich mit dem da? Achso. Egal, was ich mache, damit kann ich mich quasi mal um... Ah, okay. Muss ich mir merken. So geht das. So, und das war aber damals eine Szene. Da hast du dich trotzdem erschrocken. Da hast du Angst gehabt. Das war der erste Zombie. Und so sowas mit Zombie-Spielen oder was, da hast du sonst noch nicht wirklich Erfahrung gehabt. Das war... Wo ist er? Da fuck, wo ist er hin? Hä? Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Anscheinend hält er etwas fest. Kenneths Film. Das ist der Film, der Kenneth gehörte. Ich brauche einen Videorekorder. Einen Videorekorder! Damit ich ihn ansehen kann. Ja, ein Videorekorder, genau. Scheiße, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Ab hier hört mein Wissen so ein bisschen auf. Eieiei. Oh, das sieht schon cool aus, oder? Ich hoffe, das sieht bei euch jetzt auch cool aus. Ich kann es leider gerade nicht überprüfen, weil ich habe gerade nur einen Bildschirm angeschlossen. Wegen meinem neuen Setup hier. Boah, das haben die echt schon geil gemacht. Das sind Heilkräuter, die grünen da vorne. Oh, und hier ist ein Magazin. Und wie ihr seht, habe ich nur noch einen Platz im Inventar. Das heißt, ich werde... Eine Leiche liegt auf dem Boden. So, als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Oh. Haha, zum Glück schneide ich. Haha, das erste Video. Kann ich das rausschneiden? Sehr gut. So. Okay, hier sind die nehme ich noch nicht mit. Aber was ist... Ein großer Vogelkäfig. Darin liegt ein toter Rabe. Mit weißen Federn? Mit weißen Federn? Ah, guck mal, und die Spiegelung hier auch. Das war damals halt auch nicht... Ach, das ist... Haben die so gut umgesetzt wieder, das Spiel. Und vor allen Dingen mit diesen einzelnen... Na, dass man den Charakter nicht durchgängig so verfolgt, von hinten oder vorne oder wie auch immer. Sondern, dass man halt diese einzelnen Bildschirme hier hat. Total toll. Da steht was! Aber kannst du umfallen? Alter! Taste zum Nachladen? Oh, oh shit. Im Ernst, wie viel frisst du denn? Erfolg freigeschaltet. Unheimliche Begegnung. So, kombinieren können wir nachladen. Ach, was soll denn der Kack? Hier scheint nichts zu sein. Da hinten blinkt irgendwas. Ach du Kacke, was ist das denn hier? Goldener Pfeil mitnehmen. Und nochmal Munition. Wir sind jetzt schon wieder voll. Sehr gut. Oh. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Wir haben die Tür aufgeschlossen. Womit habe ich die Tür denn aufgeschlossen? Er hat doch keinen Schlüssel. Hä? Steckte der wohl eventuell? Hi. Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Alter, mit den neuen Boxen klingt das super grausam. Oh, verpiese dich! Sag mal, wie viel frisst er denn?
Na, steht er nochmal auf oder bleibt... So, jetzt aber. Ja. Und jetzt seht ihr, wie das aussieht. Mit der Munition und so. Okay, das Muster in der Mitte erinnert an eine Frau. Ah, guck mal, was hier oben ist. Ah, wir sind... Ah, okay, 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 pass auf. Ja, ja, das kriege ich aber hin, das weiß ich. So, jetzt kann ich sie dann nämlich schieben. Falsch rumgeschoben. So, und hier glaube ich jetzt, ne? Genau. Das wusste ich auch noch, weil sie hat nämlich diesen Stein da in der Hand gehabt und den konnte ich halt quasi sonst... konnte ich quasi sonst nicht so wirklich was mitmachen. So, warte mal. Oh, was ist das denn? Dolch? Dolch, mitnehmen, ja. Mit Verteidigungsobjekten wie dem Dolch können sie vorübergehend ausweichen, wenn ein Gegner sie packt. Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner sie von hinten packt. Um ein Verteidigungsobjekt auszurüsten, gehen sie zum Statusbildschirm und wählen sie ein Objekt im Menü Verteidigungsobjekte. Okay. Wählen sie dann den Befehl Ausrüsten. Ist ihr Verteidigungsobjekt in den Controller-Einstellungen auf manuell gestellt, so müssen sie zum Verwenden des Verteidigungsobjekt Left-Button da benutzen. Okay. Ich dachte, das wäre so schon einer gewesen. So, Verteidigungsobjekte. Ausrüsten. Haben wir den... Nee. Jetzt haben wir den ausgerüstet. Okay. Ich dachte, das wäre so ein Teil eben gerade. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier lang komme. Und vor allen Dingen, die Sache ist, eventuell muss ich mir mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Weil ich habe jetzt eigentlich gleich auch noch etwas vor. Deswegen muss ich jetzt gleich weg. Nichts. Deswegen laufe ich jetzt einmal... Genau, wir sind jetzt in der Haupthalle wieder. Deswegen laufe ich jetzt einmal zur Schreibmaschine, zum Speichern. Letztendlich, das gibt nachher auch eine Wertung dafür für das Spiel. Wie oft hast du gespeichert? Wie oft bist du gestorben? Und Genauigkeit und all so eine Sachen. Na, und dafür kriegst du nachher eine Wertung. So war es zumindest damals im ersten Teil. Und auch im zweiten. Dementsprechend weiß ich nicht, wie das jetzt ist. Aber eine alte Schreibmaschine. Sie können ihren Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden. Bitte. Und jetzt speichern wir an der Stelle. Und so sah das damals aus, im 4:3, quasi jetzt, der Bildschirm. Quiz 01, großer Speisesaal. Speichern, beendet. Und damit, vielen herzlichen und lieben Dank für die erste Folge. Resident Evil soll zweimal die Woche kommen. Es kann sich natürlich eventuell wieder ändern. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Hier kommt gleich nochmal eine kleine Endcard. Guckt doch da nochmal drauf, ob euch da was gefällt. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Winke, winke, ciao. Tschüss. Voll komisch, das in diese Richtung zu machen. Haha!